Hallo und willkommen zurück zu Aiko. Mal wieder sind wir ein wenig eingenickt hier. Das kennen wir ja mittlerweile. So, wir waren beim letzten Mal dabei, eine kleine Kletterpartie einzulegen. Wir hatten hier den Wasserfall ausgemacht. Da unten sehen wir schon eine der Kisten, die wir hier rangeholt hatten. Ups, bleibt doch nicht hängen. So, dann gehen wir mal ein bisschen spazieren. Laufe ich jetzt überhaupt richtig gerade? Nein, tue ich mich offensichtlich nicht, weil runterhängen wollte ich nicht und vor allem kann die Horda nicht mit. Das ist eine blöde Idee. So, komm, meine Gute. Wir gehen ein bisschen spazieren. Natürlich erstmal konsequent in die falsche Richtung, alles andere wäre zu einfach. Halt, da möchte ich runter. So, dann komm mal mit. Nett, dass ich sie diesmal nicht vor die Wand geklatscht habe. Komm, meine Liebe. So. Mal ein bisschen eben Monster verkloppen. Nein, falsche Richtung, mein Lieber. Ah, steh wieder auf. Komm schnell. Komm schnell. So, Yoda, komm. Komm. Komm, du musst hier hoch. Komm. Komm, ich mag mich gar nicht lange aufhalten diesmal. Na komm. Komm, reich mir deine Hand. Und hoch mit dir. So, einfach mal flott und konsequent weitergehen. Das dauert mir sonst viel zu lange hier. Ich möchte nicht weiter rumgammeln, als nötig ist. Zumal ja da noch einige Rätsel uns erwarten. Oh, genau. Und dann kommen wir auch mal ein wenig jetzt in die Bereiche dieses Schlosses, die eindeutig mal ein bisschen natürlicher sind. Und gar nicht mal so sehr nur die finsteren Gemäuer, die wir bisher gesehen haben. Auch wenn wir mal wieder nasse Füße kriegen. So, dann komm mal mit, meine Liebe. Komm, auch du musst einmal hier hoch. Ich warte auch brav auf dich. Also, dann gehen wir mal weiter. Geht doch nicht zu meinem kleinen Höhlenspaziergang. Ist schon eigentlich eine wow, sehr schöne Ecke. Also gut, dass ich sie jetzt noch an der Hand hatte. Nein, du sollst nicht runter, du sollst hoch. Komm. Ich mal ein bisschen vernünftig dahin. So, und jetzt bitte du auch noch. Ach, mal diese Dramatik hier. Ich weiß nicht, ob euch das im Übrigen auffällt, so wo ich am Anfang doch noch ein bisschen mehr gemeckert habe, über sie auch manchmal, passiert das irgendwie mittlerweile nicht mehr. Ja, das war hell. Ich weiß nicht, was dieses Spiel anstellt, aber es sorgt irgendwie dafür, dass man, ja, man nimmt sie nicht so als so diese nervige, ach, ich muss sie immer an die Hand nehmen, Tante war, sondern ganz im Gegenteil, ich weiß nicht, das ist Yoda. Yoda ist toll, Yoda ist hilflos, Yoda ist auch, ja, auf eine Art schon fast eine Art Freundin, sag ich jetzt mal, auf die man einfach Acht geben möchte. Und eben nicht so der übliche nervige NPC, der halt nicht das macht, was er soll und der halt nicht selber gebacken kriegt. Ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die ja, ich nenne jetzt mal das Wort, sowas wie Mitgefühl erzeugen können. Ich glaube, Aiko ist da eines dieser wenigen kleinen Meisterwerke und ich glaube gerade deswegen auch eines dieser Meisterwerke, die genau das irgendwie tatsächlich schaffen. Dass ich hier das Gefühl habe, ja, wirklich mich um jemanden kümmern zu wollen auch. So, mal eben hier rumklettern. Gut, dass ich die Ecke ein bisschen kenne. So, dich brauche ich da hinten. Genug gezogen und einmal bitte hochklettern. Na komm. Und da hätten wir wieder einen neuen Hebel.
frag mich ja immer noch, wer das alles hier so gebaut hat. So, jetzt heißt es flott sein. Oh nein, das macht ihr nicht. Komm, Jorda, wir gehen schnell. Oh, das ist aber nett, dass du mir ausweichst. Das spart mir nämlich mindestens einmal kämpfen. Und wir hauen direkt mal ab und lassen uns gar nicht erst auf die ein. Und sind schon in der nächsten Höhle. Und ein weiterer kleiner Spaziergang. Ist auf jeden Fall nicht gerade klein, das ganze Gebilde hier. Also wer auch immer das alles gebaut haben mag, er hat auf jeden Fall eine Menge Zeit aufgewendet, gehe ich mal von aus. Ui, sehr hell. Sehr, sehr hell. So, bis zum Horizont noch viel weiter. Also, wo sind wir denn hier? Wir sind... Da sind wir. Ach Gottchen, da unten sind die Viecher noch. Ja, ob das so gut ist, wenn die noch da unten sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Da rennen wir mal einfach schnell weiter. Bevor die noch auf die Idee kommen, mir die hier entführen zu wollen. Ups. Na komm. So war richtig. Sehr schön. Ja, da bevorzuge ich doch unsere modernen Aufzüge. Ja, sag mal. Dir geht's aber noch gut, oder? Raus aus meinem Aufzug. Das ist meiner. Oh. Nee, den Hebel möchte ich ein bisschen weiter außen packen. So, da kommen wir auch schneller vorwärts. Ist ja furchtbar. So, eine Runde nach der nächsten. Drehen, 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 drehen. Ausdauer hat er kurz auf jeden Fall. Das muss man eben lassen, würde ich sagen. Es dauert auch gar nicht lange oder so. Nein, überhaupt nicht. Wer gehofft hat, wir wären schon oben. Nein, sind wir noch nicht. Na komm, ein Stückchen noch. Komm, ein kleines Stückchen. Einfach weiter drehen. Na, da wären wir auch endlich mal da. So, meine Liebe, kommst du mit? Ich lasse sie mal eben kurz hier stehen. Und, ja, ich weiß schon, du kannst hier noch nicht hin, aber das ist nicht schlimm. Bleib du einfach mal da oben bitte auf der Kante stehen. Ich komme auch gleich wieder. Süß. So häufig passiert das ja auch nicht, dass sie nach mir ruft. So, ich weiß gar nicht, ob wir da unten mal irgendwann lang gelaufen sind. Da sieht man auf jeden Fall noch ein Törchen und sowas. Ist aber auch egal. Relevanz ist ja jetzt der Bereich hier oben. So, dann wären wir einmal auf dem Vorsprung. Also gleich. So, einmal da. Und mal wieder klettern. Komm, weiter geht's. So, soweit so gut. Muss ich mal eben gucken. Was wir wollen, ist diese Brücke runterkriegen. Und das kriegen wir hin, indem wir hier nochmal ein bisschen weiter rumkraxeln. So, spring mal bitte. Danke. Und da auch nochmal hoch. Und noch weiter. Immer weiter bitte. Okay, so, wir sind auf einem guten Weg. Das hätten wir gleich. Na also, da hätten wir unsere kleine Brücke, die wir brauchen. So, Jorda, wenn du magst, ach, weißt du was, komm, wir speichern mal eben noch. Wo du ja eh passend an der Couch bist. Schaden kannst du ja jetzt nicht unbedingt.
Gleich kommt auch eh noch eine, ja, ich sag mal, etwas leicht trickreiche Stelle. Die jetzt nicht so kompliziert ist, allerdings neige ich dazu, die gerne doch mal ein wenig zu versemmeln. Was jetzt nicht so dramatisch ist, aber es kostet einfach ein bisschen Zeit und bevor da irgendwas passiert. Schaden kann es wie gesagt nicht. Doch, ich bin mir sehr sicher, dass du hier rüber kannst. Jetzt vielleicht? Stand ich doof? Okay, entschuldige. Dann komm. So, das wäre das erste. Und noch einmal dasselbe. Na komm. Jetzt wir nicht helfen können? Wow. Da sackt mir immer kurz ein bisschen das Herz in die Hose, wenn ich sowas sehe. So, wir gehen ein bisschen weiter spazieren. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt mitnehmen muss. Ich glaube eigentlich gar nicht mal. Aber ich habe sie lieber bei mir. So, ich wechsle schon mal aus. Ich brauche einmal ein Stöckchen. Und auf geht's zur fröhlichen Bombenschlacht. Wir machen jetzt eine hier auf Bomberman. So, und jetzt kommt nämlich der Moment, wo es ein bisschen trickreich wird, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die Bombe anzünden kann hier so. Nein, offensichtlich nicht, okay. Okay, der hat schon mal nicht funktioniert. Ich muss nämlich jetzt versuchen, die Bombe an den Turm zu werfen. Ich darf nicht zu früh drücken, ich darf nicht zu spät drücken. Das wird jetzt ein bisschen trickreich. Ein paar Bomben sind ja da. Ich weiß gar nicht, ob die leer gehen oder ob da neue kommen. Ich hoffe mal, so weit kommt es auch gar nicht erst. Hab's aber, glaube ich, auch noch nie beim ersten Versuchen bekommen. Höchstens wenn da mal aus Versehen. Na komm, mach's Stöckchen an. Der war super. Ganz genau das wollte ich erreichen. Wir machen erstmal alles kaputt. Aber zu unseren Gunsten. So, ja, wie gesagt, ich hätte sie gar nicht mitnehmen müssen. Aber lieber eine Jorda in der Nähe als eine Jorda, die zu weit weg ist und die mir dann wieder weggeschnappt wird. So, das Schwert hätte ich aber natürlich gerne wieder. So, kommst du mit? Wir gehen wieder. Mein Gott, wie charmant er immer so am Arm ruckt. Das ist immer total sympathisch, oder? So, na komm, meine Gute. Nicht weglaufen, du musst hier auch hoch. Komm, ich helfe dir auch. So, du arme, zarte, holde Maid. So, dann geht es jetzt hier rüber. Jetzt wird's spannend. Da drüben sehen wir schon die Tür. Und wir fangen wieder an zu klettern. Der Bereich hier ist schon sehr hell irgendwie so von der Optik, finde ich. So, das brauche ich. Ja, da muss ich. Ja, doch, da muss ich erst runter, okay. So, dann einmal bitte das daran. Wir sehen schon eine Kette, an die wir aber nicht rankommen. Möchtest du den Schalter auch drücken? Komm, mach schon. Na dann. Manchmal will er nicht so ganz, wie ich das denke. Oder besser gesagt, man muss wirklich so im perfekten Winkel stehen, damit er etwas macht. Ist aber auch okay. Kommen wir hier hoch? Ja, genau, da war eine Leiter. Sehr schön. Da haben wir schon ganz kurz etwas gesehen, worum es gleich gehen wird. Nämlich wieder so ein schöner, dicker Kasten da unten. Aber den müssen wir erstmal in eine Position kriegen, wo wir auch was mit anfangen können. Oh, ob das reicht, ist jetzt mutig, aber egal, ich versuch's mal. Ah, das reicht sogar perfekt, super. Das ist ja fantastisch. So, nein, so ist falsch rum. Okay. Dann ziehen wir halt dran. So,
hätten wir geschafft. Wow, das war jetzt nicht ganz so Sinn der Sache. Kamera, bitte drehen, danke. So, ein, zwei kleine Sprünge sollten hoffentlich reichen. Ja, fantastisch. Wo bin ich hier? Kann ich hier runter? Ich hoffe mal. Ah, das ist ja super. Na, guck mal, wieder was gelernt. Ich glaube, da habe ich mich noch nie getraut, runterzuspringen bisher. Ah, ich höre schon wieder die fiesen Gegner. Komm, Yoda, komm schnell. Während der Gegner noch verwirrt rumläuft. Komm, ja, hilf dir doch hoch, Mann. Mann, du bist ja hier ein Charmeur, ey. So, hätten wir das auf jeden Fall flott genug geschafft. Der war mal sehr konsequent. So, flott durch, ab in den nächsten Bereich. So, und wir sind wieder an diesen schönen Hof. Den kennen wir ja bereits mehrfach. Da wartet nämlich noch eine zweite Brücke, die noch nicht passierbar ist. Dreimal dürft ihr raten, was da wohl jetzt passieren wird. So, mal flott weiterlaufen. Die können wir, wie gesagt, noch nicht passieren. Da fehlt die andere Hälfte. Aber das heißt, wir machen uns auf den Weg, den zweiten Torbogen zu öffnen. So langsam kommen wir mal wieder an den Punkt, dass wir so ein kleines, ja, ich nenne es mal ein kleines Belohnungsgefühl kriegen, dass wir hier tatsächlich irgendwas erreichen und nicht nur von Raum zu Raum huschen. Das ist übrigens eine der Sachen, die mich, ja, ich glaube, lange Zeit echt davon abgehalten hat, dieses wirklich sehr, sehr schönes Spiel ja auch so anzunehmen sozusagen, weil irgendwie, ich habe es ein, zwei Mal angefangen immer wieder, bis ich es dann mal wirklich durchgespielt habe und dann habe ich mich auch, ja, sag mal schon sehr verknallt irgendwie in dieses Spiel. Aber ich brauchte da irgendwie so ein, zwei Anläufe, weil irgendwie fehlte mir so die Belohnung halt. Ich weiß nicht, ob ihr so ganz mir gerade folgen könnt. Ich meine das im Sinne von, irgendwie ist man es ja gewöhnt, dass man in Spielen ständig irgendwas bekommt. Man kriegt ein neues Item, man kriegt ein Level, man schaltet einen neuen Bereich frei, man sieht, dass irgendetwas passiert tatsächlich. Das ist bei Ico halt nicht so. Also da dauert es einfach eine ganze Weile, bis du das erste Mal das Gefühl dafür kriegst, du erreichst dir etwas. Und das, es ist nicht direkt frustend, aber ja, es fehlt halt einfach dieses, man erwartet ja irgendwas und wenn da nichts passiert, dann ist es so ein, ja, es plätschert halt vor sich hin. Dass ganz genau das letzten Endes auch so ein bisschen, ja, Stilmittel hier ist, das habe ich halt nicht so ganz gesehen. Aber ich bin sehr froh darum, dass ich das dann doch irgendwann mal verstanden habe, weil sonst hätte ich es nicht mittlerweile ein paar Mal durchgespielt. Wie, hier ist keine Couch, ich darf nicht speichern? Da war ich mir jetzt aber sicher. Was ist mit dir los? Bist du runtergefallen? Du sollst doch nicht runterfallen, mach doch sowas nicht. So, ich schaue mich mal kurz um. Da ist schon wieder so eine Tür, die wir öffnen können. Ich will mal eben kurz da vorne hinschauen. Hier ist tatsächlich keine Couch, ihr kleinen Schweine hier. So, und da ist auch eine Tür, die wir öffnen können. Wir wissen ja schon, dass es mal wieder darum geht, diese lustigen Leuchtstrahl-Fitz-Dinger hier zu aktivieren, diese Leuchtfeuer. Ich kann allerdings jetzt schon sagen, dass dieser Bereich durchaus komplexer ist als der letzte. Ich hoffe mal, dass ich den halbwegs konsequent hinkriege. Ich mache mal gerade erstmal die Türen auf. Oh. Ich höre schon wieder Gegner. Ja, super. Komm, schleicht euch. Wenn ihr euch alle hier so knubbelt, ist das eigentlich ganz niedlich, weil dann kann ich euch viel besser verhauen. Das ist super. Okay, ihr mich eindeutig auch. Ja, nebenbei machen wir die Tür auf, während wir alles verkloppen. Das ist super. So, komm hier oder wir gehen. Wir sind doof.
Zählt eigentlich irgendjemand mit, wie oft ich sage, komm, ja, oder wir gehen, die sind doof? Das wäre mal interessant. Vielleicht kann ja hinterher mal einer mir eine Statistik liefern oder so. Ups. Oder, komm schnell. Komm schnell. Die sind alle gemein. Komm schnell. Okay, keine Gegner. Oh, jetzt weiß ich nicht. Muss ich hier erst lang? Muss ich den anderen Bereich lang? Ich habe keine Ahnung. Komme ich da überhaupt lang? Da komme ich hoch. Dann kann ich da hin. Ja, doch, da käme ich lang. Ich schaue mal vorsichtshalber eben noch in den anderen Bereich rein. Nicht, dass ich jetzt konsequent falsch laufe. Ja, dann komm. Dann kommt alle her und ich fahre euch. Aua. Ach ja, was wäre eigentlich Eiko ohne seine Gegner? Auf jeden Fall sehr viel stressfreier. So, die wären aber weg. Ich hoffe, das waren alle. Weiß ich nicht. Werden wir gleich feststellen. Ups, ich soll nicht gegen eine Wand laufen. Komm. Ja, im Wandlaufen bin ich auch ganz groß. Ach. Gepriesen seien die IKEA-Möbel aus Stein. So. Es geht doch nichts über einen gemütlichen Sitz aus feinstem Marmor, der vor sich hin leuchtet. Gut, ja. Und während ich speichere, würde ich sagen, dann ist das auch der Moment, wo ich mal eben kurz wieder den üblichen kleinen Break mache. Und wir werden dann in der nächsten Folge mal rausfinden, wo wir uns hier durchschlagen können, müssen, was wir hier alles anstellen dürfen. Ich bin selber ein bisschen gespannt, weil ich habe es nicht so ganz im Kopf mehr. Dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen, wie üblich, und bis zum nächsten Mal.